So, hallo, 18 GB sind gerade wieder Platz. Das heißt, ich kann gerade wieder aufnehmen, bis es Klingeling macht, beziehungsweise wir schauen mal, wie weit wir kommen. Wir haben das letzte Mal schon sehr viel geschafft, bis Letalität haben wir gespielt. Ja, doch, genau, Letalität. Ja, doch, genau. Ja, sieht man ja hier. Da habe ich sogar die Autorenmedaille geschafft wegen des Sprunges. Im Video habe ich wieder der Goldmedaille gesagt. Ist klar, ich verplapper mich immer. Aber das ist in Ordnung. So. Gut. Los geht's. Die Wüste, hat man gesagt, kommt als nächstes. Richtig. Ich erinnere mich. Und ich bin gespannt, wie immer, was uns erwarten wird. Hat der gerade. Moment mal kurz. Nee, passt. Alles gut. So. Los geht's. Ich war gerade verwirrt. Ist aber egal. Hat nichts mit hier Aufnahme zu tun. So. Dum, 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 dum. Ich hoffe, ich bin jetzt einigermaßen konzentriert. Es wäre sonst schlecht, wenn nicht. Okay, da muss man ein wenig Offroad fahren. Huch, Hilfe, nicht in den See. Zum Glück wird einem gesagt, wo es lang geht. Ah, hier. Sehr schön. Checkpoints sind immer gut. Und hilfreich. Und hier geht's lang. Okay, super. Kenne ich so auch noch nicht unbedingt, dass man. Ach, da hätte ich außen rumfahren sollen. Das wäre schlauer gewesen, wäre ich nicht überall angeeckt. Aber gut, das ist in Ordnung. Nicht durch den See, bitte. Schön hier außen rum, hier außen rum, hier außen rum. Okay. Oh, jetzt ist natürlich die Frage, ob ich auf der richtigen Seite bin. Ja, okay. Ich hatte schon Angst. Angst und Bedenken, aber es ist alles gut. Nicht ins Wasser! Nee, fahr raus. Na gut, wir starten hier wieder. Schade, damit ist eine gute Zeit jetzt auf jeden Fall passé. Aber das ist in Ordnung. Dafür ist es eine schöne, lustige Strecke, muss ich ja mal sagen. So, ich mag es ja abwechslungsreich. So, und dann geht's hier rum. Prima. Nö, doch, ist schön gebaut gewesen. Ist schön gebaut gewesen und jetzt wird es wohl nur noch ins Ziel gehen, wenn ich mir das so angucke. Allerdings nochmal bremsen vorher und hier nochmal rum und. Oha, wir machen noch einen Sprung offensichtlich. Jo, und ich springe natürlich daneben und kann nichts machen, weil wir hier diese Dingens hatten. Wow. So viel Glück muss man erstmal haben. Gut, damit ist die Zeit auch erledigt, aber gut, Bronze haben wir geholt. Das wäre schon drin gewesen, mehr zu holen, aber. So, der Pfahltanz, das nächste. Oh Gott, guckt euch das Bild an. Was? Was ist das denn? Was hast du da denn gebaut? Na? Spiel? Hallo? Spiel? Danke. Spiel hängt gerade immer so ein bisschen, aber gut. Ich nehme mal an, ich kann nicht sofort ins Ziel fahren. Scheiße. Muss ich jetzt echt in dem Wirrwarr. Ah, und diese Lichter sind auch noch Hindernisse gleichzeitig, ja. Muss ich jetzt echt in dem Wirrwarr Checkpoints suchen? Da hinten sehe ich einen. Lass mich da mal bitte gerade hin, ohne mich zu drehen. Wie viel gibt es, wie viel wird es denn hier geben? Wir sind ja zum Glück beleuchtet, also kann ich es ja schon so ein bisschen abgrenzen. Hier hinten ist zum Beispiel gar keiner mehr. Oder gibt es nur den einen? Das wäre natürlich cool. Ich kann jetzt aber auch nicht testen. Wir fahren einfach mal gerade hier. Ne, da hinten ist auf jeden Fall noch einer, den sehe ich. Den sehe ich gerade. Fahren wir da jetzt mal hin. Aua. Das hat wehgetan. Und zwar den hier. Ach, Alter, diese Lampen. Ohne die Lampen wäre das deutlich angenehmer. So. Aber die sind halt da wahrscheinlich als Standard im Boden.
Set dabei. So, hier hinten sehe ich keinen mehr. Ich hoffe, ich muss hier nicht irgendwo rauffahren, um noch einen Checkpoint zu holen. Sehe ich da vorne noch irgendwo einen? Ich muss natürlich rauffahren. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn ich hier nicht hätte rauffahren müssen. Gut, dann sehe ich da hinten wieder einen Checkpoint. Das dürfte sogar an derselben Stelle sein, wo der andere war. Tatsache, dann ist der andere vielleicht auch da an derselben Stelle. Nee, stopp! Nein, Mist! Ah, nicht runterfallen. Hier oben ist bestimmt noch ein anderer. Fürchte ich. Oder auch nicht. Wo bin ich denn jetzt gerade? Mist, jetzt habe ich die Orientierung. Jetzt habe ich die Orientierung verloren durch das Checkpoint-Laden. Scheiße. Hier komme ich wieder runter. Ach, nee, okay, dann bin ich doch richtig. Dann bin ich doch richtig. Ich sehe hier keinen anderen. Und den da habe ich, ne? Nee, den habe ich nicht. Den da hinten habe ich. Okay, dann muss ich den hier noch holen. Den da hier. Jo. Und dann sollten wir es hier oben haben. Gut, dann runter. Ich glaube, hier unten ist dann auch keiner mehr. Das wären dann zwei auf jeder Ebene gewesen. Wir fahren mal nochmal kurz in die Richtung, um sicher zu gehen. Damit verhauen wir dann unsere Zeit, aber das ist in Ordnung. Da ist nämlich doch noch einer. Den haben wir noch nicht. Oder? Den haben wir nicht. Den haben wir nicht. Ich glaube nicht. Ja, der war direkt hier beim Hochfahren. Hätte ich den natürlich mitnehmen sollen. Gut, aber jetzt haben wir sie alle. Bin ich ziemlich sicher. Fahren, wenn es Ziel und wenn es nicht alle sind, dann fange ich jetzt nicht wieder an zu suchen. Wirklich nicht. Dann ist es auch gut. Mist. Scheiße. Ach Mann, welchen habe ich denn jetzt übersehen? Ich will jetzt hier nicht suchen. Ich will jetzt hier echt nicht anfangen zu suchen. Irgendwo wird halt noch einer sein. Meine Suchmethode war nicht die beste. Aber die ganzen Dinger, die ich jetzt sehe, die hatten wir alle schon. Das weiß ich genau. Den hatten wir bestimmt auch schon. Dann belassen wir es halt dabei. Den hatten wir noch nicht. Natürlich. Natürlich hatten wir den noch nicht. Warum auch? Warum sollten wir den auch schon haben? Gut, dann bitte jetzt nicht drehen. Nicht drehen. Bitte fahr jetzt durchs Ziel. Danke. Okay. Naja. Das war mehr so meh. Wieder ein Wüstenlevel. Sowas kostet Zeit und ist jetzt auch nicht so spannend beim Zugucken, glaube ich. Aber gut. Ach, das ist jetzt ein Rundending. Dann würde ich fast sagen, und ich hoffe, ihr stimmt mir zu, um hier Zeit zu sparen, denn es kommt noch eine ziemlich lange Runde mit 6 Minuten, fahren wir hier ein oder zwei Runden nur und nicht alle drei. Ich denke, damit seid ihr einverstanden, weil sonst kriegen wir das nicht in ein Video rein. Und ich würde das gerne noch in ein Video reinkriegen. Und ich weiß jetzt nicht, ob es so spannend ist, dreimal dieselbe Runde anzugucken. So. Aber ich habe das ja letztes Mal auch schon so gemacht und da kamen auch keine großartigen Beschwerden. Von daher wird das schon genehm sein. Wir können ja, wenn nachher noch Zeit ist, das auch noch mal ausfahren, aber ganz ehrlich, so spannend ist es jetzt nicht. Ist auf jeden Fall schön gebaut. Und da sind wir auch schon durch. Huch. Quatsch, noch nicht, aber gleich. Jetzt sind wir durch. Ja, soll ich jetzt noch weiterfahren? Ich würde eher wirklich lieber mir die andere, die große noch angucken, dann auf jeden Fall. Und wir haben hier, wie gesagt, diese hier, die Schneestraße 2. Die wird noch lange sein und die Waldreise ist auch eine längere. Wenn es aber alles Runden sind, dann kriegen wir das auf jeden Fall noch durch, problemlos. Dann wäre das ganz gut. Nur ich habe halt wirklich ein Limit in 20 GB, beziehungsweise am Anfang von 20 GB. Bricht mir Fraps die Aufnahme ab. Und ich würde, wie gesagt, gerne jetzt noch alles zeigen, denn es ist auch zu wenig, um noch ein Video extra zu machen.
das passt da nicht hin. Okay, das ist nämlich zum Beispiel schon mal eine Map, die wahrscheinlich wirklich 7 Minuten gehen wird. Wobei ich hier allerdings auch jetzt überhaupt nicht sehe, wie lang und wie und wo ich rum muss. Ich fahre einfach mal der Straße nach, das wird dann schon passen. Die wird lange dauern, wenn ich mir das so angucke. Gold mit 7 Minuten, oh wei. Oh wei, und ich fahre ja nicht sonderlich gut, das wird also noch länger dauern. Allein deswegen habe ich nämlich gerade die andere, weil und so, ne, wisst ihr schon. Wisst ihr doch alles, so. Sieht aber auch wieder sehr schön aus hier. Okay, wir fahren immer geradeaus, wenn es nicht anders geht, dann geht es hier rum. Dann geht es hier rum, dass wir hier auch ja alles mitnehmen. Da war jetzt keiner, aber dann geht es hier weiter, okay. Gut. Dann geht es hier wahrscheinlich einmal im Kreis mit 2 Checkpoints. Oh, ein Glück bin ich nach rechts gefahren und nicht nach links. Sonst wäre ich nicht zurückgekommen, was mir blöd gewesen wäre. Wohin? Ich springe einfach geradeaus. Und hoffe, dass das passt. Ja, das passt, das wäre auch egal gewesen. Wo, okay. Gut, prima. Wunderbar. Beiße ich mir gleich vor Freude auf die Lippe. So. Wie? Okay. Mist, ich habe mein Handy wieder in der Hose. Oh, ich hoffe, es kommen keine blöden Geräusche zwischendrin. So. Okay, und durch. Habe ich wieder nicht dran gedacht. Komme ich jetzt aber auch nicht ran, um das schnell wegzuschmeißen. Uah. Bloß keinen Fehler machen. Nicht noch mehr Zeit verschwenden. Das wäre ärgerlich. Hier schön ordentlich durchkommen. Das war auch eine ordentliche Zeit fahren. Nicht wegen der Medaille, sondern wegen der Videozeit. Hihi. So. Zack. Ich kann mich hier wirklich nicht an diesen Mauernabschnitt erinnern im Original. Finde ich aber cool, dass die hier... Wahrscheinlich bin ich einfach nur doof. Dafür kann ich mich an diese ganzen Gitterröhren erinnern. Die waren auch schön. Da werden wir ja auch gleich nochmal durchkommen. Haben wir ja schon am Anfang gesehen. Die sind ja hier irgendwo aufgebaut gewesen. Da müssen wir auf jeden Fall irgendwann nochmal hinkommen. So, hier vorsichtig rum. Ich mag das Fahrgefühl von dem Auto. Das ist so... Es geht so komplett voll um die Kurve rum einfach. Ohne Rücksicht auf Verlust. Okay. Da hätte ich nicht bremsen müssen, aber ich wusste nicht, wo es hingeht. Nee, aber es sind schon echt schöne Strecken, die er hier baut. Das muss man ja mal sagen. So, in der Höhle war doch noch viel mehr. Ich hoffe, da kommen wir nochmal hin. Nicht, dass ich das jetzt hätte holen müssen. Naja, wir sehen es ja, wenn wir dann plötzlich beim Ziel sind und nichts passiert. Dann habe ich Pech gehabt. Habe ich ein bisschen Angst vor, aber wird schon passen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Strecke hier nur einmal gefahren ist. Vielleicht hat er auch beim Medaillenfahren einen Fehler gemacht. Und es ist ein bisschen kürzer die Zeit. Hoffen wird man ja dürfen. Hilfe! Ja. Wo geht's lang? Hier, okay. Und runter. Nie. Ach. Und hier runter. Und jetzt kommen wir in die Röhre und kein Checkpoint vorher. Scheiße. Und wenn ich mich jetzt drehe, habe ich verkackt. Geht das denn jetzt gleich hoch oder bleibt das hier unten? Ich glaube, ich habe nicht genug Speed, wenn es hochgehen würde. Okay, wir gehen jetzt erstmal wieder raus. Oh, jetzt geht's hoch. Hier, ach, da, doch, da war ein Checkpoint gerade. Gut, ich wollte schon sagen, wenn ich mich jetzt drehe, aber da war ja ein Checkpoint. Schwein gehabt, Schwein gehabt. So. Ja, wohin denn jetzt? Okay, da zeigt es den Pfeil an und ich falle hier erstmal voll drüber. Auf dem Eis steuern ist dieses Ding auch ganz fantastisch, da kann man überhaupt nichts machen. Man rutscht im Grunde nur. Man rutscht im Grunde nur und kann kaum regulieren. Wie gesagt, ich mag die Schneewelten, ich mag die Wüstenwelten. Überhaupt, und wir spielen jetzt auch gleich noch die Rallye-Welt. Dann haben wir... Scheiße! Dann haben wir hier auch alles gefahren, was man
im Original fahren konnte. Das Original Trackmania bestand aus... Hier lang, okay. Das Original Trackmania bestand... Sicher, dass ich hier lang muss? Ich habe hier irgendwie ein bisschen... Ich glaube, das waren mehr so Pfeile, die gesagt haben, du musst nach... Ach, hier ist er. Okay. Ja, das waren mehr so Pfeile, die gesagt haben, du musst nach in die Richtung. Und da ist doch noch einer. Oh fuck, ich werde sicherlich einen verpassen hier. Ich sehe da schon, ich werde hier einen verpassen. Na gut, jetzt kommen wir wieder in die Höhle zurück, wo wir vorhin gesagt haben, da müssen wir nochmal hin. Hoffe ich. Ich glaube, das ist die. Was wollte ich sagen? Das Original Trackmania bestand eben aus genau den dreien. Ja, genau, da sind wir jetzt wieder. Aus Wüste, Rallye und Schnee eben. Und ja. War richtig cool. Hat mir richtig gut gefallen. Habe ich damals mir zum Geburtstag gewünscht und dann auch bekommen. Habe ich sehr lange dran rumgespielt. So. Und wenn das richtig aussieht, dann kommen wir langsam zum Ziel. Denn die Zeit neigt sich auch langsam den 6 Minuten. Und so viel haben wir jetzt auch nicht falsch gefahren. Sodass ich mir da ehrlich gesagt nicht vorstellen könnte. Es könnte halt höchstens sein, dass wir irgendwelche Checkpoints verpasst haben. Das wäre dann ein bisschen blöd. Aber dann habe ich, wie gesagt, einfach Pech. Und dann ist eben so. So, nee, aber ist echt schön. Uah. Jetzt komme ich hier natürlich ganz langsam hoch. So. Nee, ist aber echt schön. Macht Spaß, das zu fahren. Und würde ich euch unbedingt empfehlen. Die Strecken sind echt toll, die ihr baut. Sind schöne Streckenhilfe. Unser Fritz. So. Übrigens ist das gar nicht sein richtiger Vor- und Nachname, hat er in die Kommentare geschrieben. Das heißt, ich kann das ganz problemlos ohne schlechtes Gewissen alles Fritz Feldmann nennen. Jojo, scheiße. Ich wende, ich fall runter. Nein, ich habe Glück gehabt. Wow. Das ist ja mal was Neues, dass ich mal Glück habe. So, aber über der Goldzeit sind wir jetzt schon drüber. Das wird doch nicht bis zur Bronzezeit laufen. Ich bin gespannt. Also langsam haben wir auch alles durch, was er aufgebaut hat, glaube ich. So viel dürfte da jetzt auch nicht mehr sein. Na gut. Mal gucken. Wir sind jetzt auf jeden Fall schon weit über 10 Minuten wieder. Ich hoffe einfach, ich krieg mehr, über 10 Minuten, sage ich, über 15 Minuten müsste man sogar schon sein. Das wird eng. Ich glaube, Fraps wird gleich Klingeling machen irgendwann gegen Ende und dann habe ich es doch nicht geschafft, alles aufzunehmen. Und da ist das Ziel. Wir haben alle erwischt. Prima, supi. Wunderbar. Und fast Silber, aber nicht ganz. Schöne Strecke, sehr schöne Strecke. Muss man sich aber richtig anstrengen, um die zu fahren. Die ist er dann doch öfter gefahren, definitiv. Die ist er definitiv wesentlich öfter gefahren. Um da so eine gute Zeit zu holen. Insofern Respekt. So. Letzte Strecke. Das ist ein Rundending, das ist super. Das heißt, wir fahren das jetzt einfach bis Ende ist. Eine Runde sollte auf jeden Fall in der Zeit noch drin sein. Und wie gesagt, das Rallye-Auto ist auch... sind alle halt ein bisschen anders zu steuern, das ist auch ganz schön. Im neuen Trackmania gefällt mir halt... Was heißt im neuen? Das ist ja mittlerweile auch schon wieder längst das alte, nachdem Trackmania 2 rausgekommen ist, was eigentlich mehr ein Add-on ist als ein 2, aber gut. Ja, also, wie gesagt, die fahren sich alle ziemlich verschieden. Das Rallye-Auto ist halt eins, wo man in der Kurve auch mal durchaus vom Gas gehen sollte, sonst passiert sowas. Naja. Wie gesagt, wir fahren jetzt einfach so lange, wie es geht. Vielleicht schaffen wir die 2 Runden in der Zeit. Wenn wir nur eine Runde schaffen, dann habt ihr auf jeden Fall alles gesehen, was zu zeigen war. Und ich denke, damit kann man dann auch zufrieden sein. Oder? Fragezeichen? Ich denke schon. So. Und hopp. Was wollte ich noch sagen? Wenn alles nach Plan läuft, machen wir jetzt hier nach dann wirklich die Mario-Hacks. Und ich würde da gerne mit Toro Mario, glaube ich, anfangen. Das muss ich mir aber noch überlegen. Vielleicht fange ich auch mit Hack 2 an. Ja, der heißt irgendwie tatsächlich Hack 2. Steht auch so auf SMW Central und keine Ahnung. Wurde mir mehrmals empfohlen, deswegen. Jo.
So. Und ich weiß, wir haben auch noch die ganzen VIP, die ganzen Mario VIP Level Hack Dinger. VIP 1 bis VIP 4. ja. Müssen wir gucken, wann wir das alles machen und wie und ob und weshalb. So, da haben wir die Runde geschafft. Super. Für Goldmedaille wird das wohl nicht reichen. Das sieht nicht gut aus. Aber wunderschön gebaut. Ich mag das. Er hat bei den Strecken wirklich auch so ein Auge mit fürs Detail irgendwie, möchte ich fast sagen. Es wirkt wirklich schön. Es ist nicht einfach so irgendwas dahin geklatscht ist, sondern wirklich schön. So. Da habe ich wieder nicht gebremst und bin wieder reingerasselt, aber mein Gott. Was soll es? Und ich sage an der Stelle schon mal Tschüss, denn noch kann ich Tschüss sagen. Ich weiß nicht, wie lange die Aufnahme noch läuft. Sehr lange sicherlich nicht mehr. Vielleicht schaffe ich es noch. Aber im Falle, dass es jetzt plötzlich abknallt und dass das Video zu Ende ist, sage ich schon mal Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Das waren wieder zwei Trackmania-Videos und bei Gelegenheit werden wir auf jeden Fall wieder auch mehr Trackmania machen. Wenn halt Strecken zum Beispiel da sind und so weiter. Jetzt dann, wie gesagt, erstmal Toho Mario oder eben Hack 2, einer von beiden. Ich denke, ein ganz anderer kommt nicht in Frage, einer von den zwei. Und ja. Oder was auch kommen könnte, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Hack heißt, aber ein LPT mit dem lieben Kebab-Chiller, mit dem ich auch schon Mario's Treasure Hunt 2 von Mavo 7 Let's Played habe. Ist immer ganz lustig. Könnte sein, dass wir das auch mal machen. Weiß ich noch nicht. Hatten wir auf jeden Fall grundsätzlich vor. Ich weiß jetzt nicht, ob er Zeit hat. Aber das wäre grundsätzlich auch was, was wir gerne machen würden. Ich glaube, ich habe den Titel sogar auf meiner... Oh, das wäre fast Gold geworden. Schade, 4 Sekunden. Ich glaube, ich habe den Titel sogar auf meiner Homepage hingeschrieben, wie der Hack heißt. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Okay. Haben wir hier jetzt irgendwas ganz schlecht gemacht? Was ich nochmal wiederholen könnte. Ich könnte hier die Runden nochmal fahren. Aber ich glaube, es ist auch in Ordnung, oder? Ich denke, es passt. Wir haben eigentlich alles richtig gemacht. Jupp. Ja, dann bedanke ich mich erstmal wieder bei Fritz, dass er mir die Strecken gegeben hat, dass ich die spielen konnte. Und bei euch fürs Zuschauen. Und dann bleibt mir wieder nur noch zu sagen. Tschüss.